Ja, hallo, ich bin der Patrick Teichmann aus Bösneck. Ihr kennt mich auch als Mürschenpatrick. Ich bin in Bösneck jahrelang schon bekannt, seit 2012 als Riesengemüsezüchter. Riesengemüsezüchter Patrick Teichmann hatte bereits 6 deutsche Rekorde und 13 Rekorde in Thüringen. Jetzt wurde dem Thüringer der erste Weltrekord offiziell bestätigt. Für die größte Vielfalt an Riesengemüsesorten in einem Garten. Das Rekordinstitut für Deutschland bestätigt den neuen Weltrekord. 33 verschiedene Riesengemüsesorten in einem Garten kultiviert. Und ich sage herzlichen Glückwunsch, das ist Ihre Urkunde. Dankeschön. Juhu! Ja, genau. 33 verschiedene Sorten wurden dort am Freitag geerntet, wie der Prüfer des Rekordinstituts für Deutschland bestätigte. Heute habe ich hier geprüft den Weltrekord für die meisten Riesengemüsesorten, die in einem Garten kultiviert wurden. Es muss nicht nur angebaut werden, sondern es muss auch eine einwandfreie Ernte von mindestens einem Stück erfolgen pro Sorte. Das war alles richtig. 33 Sorten, damit ist der Rekord hier bestätigt worden. Darunter waren XXL-Karotten und riesige Steckrüben, Zwiebeln, Schlangenkürbisse, Zucchini und Rettiche. Einige Exemplare mussten für die Prüfung mit viel Aufwand ausgegraben und gereinigt werden. Jetzt habe ich generell das Größte erreicht, was ein Riesengemüsezüchter erreichen kann, und das ist ein offizieller Weltrekord. Ja, und da kann ich einfach nur noch glücklich sein, würde ich sagen. Aber ich werde generell mich nicht darauf ausruhen und werde es nächstes Jahr versuchen, nochmal mit ein paar Kategorien mehr den Weltrekord weiter auszubauen. Was mich persönlich besonders überrascht hat, war tatsächlich der Schlangenkürbis. Das ist wirklich eine sehr schöne Pflanze. Es hängt von einem Rank, von einer Rankhilfe runter, 2 Meter Höhe. Nee, also ich esse ja generell kein Gemüse, auch kein normales Gemüse. Echt? Weil mir schmeckt es absolut nicht. Also ich bin absoluter Fleischfresser. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.